Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon, dem Sammelkartenspiel, das Tutorial Let's Play. Und heute werden wir weniger lernen, sondern mehr zusehen, wie ich mich schlage gegen die Gute. Komm, lass uns Pokémon spielen! Sieht ihr unbedingt den Textkasten am oberen und unteren Ende des Bildschirmes an und tue, was es dir sagt. Alles bereit? Lass uns anfangen! Tut, tut, tut. So Leute, bevor es losgeht, zu den Kasten hier. Also, das ist die Funktion, um Julia oder die Juliana oder wie sie sich nennt, einzustellen. Wenn wir auf Rot klicken, da verschwindet sie ganz vom Bildschirm. Auf Gelb, da erzählt sie uns nicht viel. Und auf Grün, da, naja, plaudert sie ein bisschen. Und ich würde sagen, da das erste Herausforderung ist, lassen wir sie ausnahmsweise mal auf den grünen Knopf. Aber ansonsten lasse ich sie grundsätzlich auf den gelben und später am besten auf den roten, weil das Gequacke, das geht jetzt uns auf den Sack. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. So, ziehen wir unsere Karten. So, erweiterte Regeln werden wir noch nicht nutzen dürfen. Du hast keine Rückzugskosten, mein Dickter. Und dann haben wir einen Mascholo. Also ich nenne es immer Mascholo, nicht Macholo, so wie es da steht. Das ist für mich wie die Namen Michaela und Mikaela. Also solange Leute glauben, sie müssen eine Michaela Mikaela nennen, solange kann ich einen Macholo auch Mascholo nennen. Das ist mir nicht gut genug. Nee, nee, nee. Oh, ein Dodo. Auch nicht schlecht. Würde ich sagen, bringen wir jetzt erstmal die Cookies rein. Ja, Dickter, ich weiß nicht, ob ich das nochmal brauche. Doch Furienschlag. Wirf zwei Münzen. Dieser Angriff fügt jedes Mal, wenn die Münze Kopf zeigt, 10 Schadenspunkte zu. So, aber erstmal der Schaufler. Oh, warum tut Schaufler so wenig abziehen? Habe ich keine Lust zu. Aber Dickter hat keine Rückzugskosten. Seht mal hin. Deswegen könnten wir rein theoretisch mit Dickter auch augenblicklich zurückziehen. Und ich denke, das werden wir auch mal machen. Genau, schön. Brauchen wir uns keine Gedanken weiterzumachen. Ja, und Mascholo hat ja genug Energie, also greifen wir auch an. Ah, ich werde das jetzt alles so ein bisschen erklären, was ich mache. Ich werde überleben. Lass mal sehen. Zieh eine Karte. Los geht's. Oh, das muss ich nicht haben. Sagst du auch immer mal. Ich sollte auch einige Pokémon auf die Bank legen, nur um sie für den Kampf bereit zu haben. Ich weiß schon, warum ich den grünen Knopf nicht anlasse. Ich werde eine Trainerkarte spielen. Ja. Ach, ein Bill. Keine Trankkarte. Lass mal sehen. Ich kann eine Energiekarte pro Zug spielen. Also? Mein aktives Pokémon ist raus. Muss aber erst die Rückzugskosten bezahlen. Also? Also ich glaube, das wird ein sehr langes Spiel jetzt. Ja. Es sei denn, ich entscheide mich doch noch dazu, den gelben Knopf zu aktivieren. Das Geplapper, das kann ja nämlich schon auf den Sack gehen. Oh, ein Mozi mit Zahltag. Zahltag ist eine schöne Attacke. Wirf eine Münze bei Kopf, ziehe eine Karte. Das heißt, wir dürfen eine Karte für die für umsonst ziehen. Aber dazu brauchen wir leider zwei Energien und die können wir uns momentan nicht leisten. Wir werden erstmal Dodo stärken. Och, die hat ja gar keine Energie. Auch nicht. Schauen wir mal. Oh, noch ein Stern, du. Oh. Lass mal sehen. Ich kann eine Energiekarte pro Zug spielen. Also? Mein aktives Pokémon ist raus, muss aber erst die Rückzugskosten bezahlen. Also? Das ist gut, da schwäche ich sie alle nacheinander. Und vielleicht sehen wir auch noch ein bisschen was Schönes bei mir, was so ein Stapel schlummert. Oh, eine Energie. Energie ist immer gut. Ich sage, bringen wir mal einen Mauti raus, setzen das hier rein und greifen an. Sieht gut für uns aus. Überhaupt kein Problem bisher. Ich werde überleben. Mascholo war eine gute Wahl. Mein aktives Pokémon ist raus, muss aber erst die Rückzugskosten bezahlen. Also? Tja, sie will keins dran glauben lassen. Wir müssen schließlich jetzt drei von ihr besiegen und nicht nur eins. Ach ja, und mit den Kästen meinte die hier oben und die hier unten. Julias Zug ist jetzt vorbei, steht hier. Und dein Zug klickt deinen Stapel an und zieh eine Karte. Also falls man mal nicht weiß, wie es weitergeht. Oder sie uns das nicht erzählen möchte.
So, machen wir erstmal den hier. Marshallo geht's gut. Greifen wir weiter an. Tja, egal was ihr macht, im nächsten Zug wird eins ihrer Pokémon rausfliegen. Ich werde überleben. Hornattacke, billig. Entwickel. Nein, nicht entwickeln. Aha, sieh dir das an. Jetzt kommt die Entwicklung. Jetzt wird's gefährlich. Goldini wird zu Goldie. Lass mal sehen, ich kann eine Energiekarte pro Zug spielen. Also? Die Hornattacke ist immer noch dieselbe. Kann man sagen. Mein aktives Pokémon hat genug Energie. Und ich habe alles getan, was ich wollte. Also? Nein, ich habe was vergessen. Aber ich muss aufpassen, mit der zweiten Attacke Kaskade ist wirklich nicht zu spaßen. Aber mit Diktas Schaufluss auch nicht zu spaßen. Aber wisst ihr was? Ich werde den Energieabsauger nehmen, denn sonst schlägt mich das Viecher nämlich kaputt. Stattdessen hau ich ihn noch eine rein. Und sie wird garantiert an Golking was anlegen. Zieh eine Karte. Oh, das muss ich nicht haben. Sie will ja schließlich kein Pokémon verlieren. Mein aktives Pokémon ist raus, muss aber erst die Rückzugskosten bezahlen. Warum also? Einschlag hältst du noch aus? Guter Zug von mir. Ach Mensch, das wird heute langweilig, sag ich jetzt immer. Aus meiner Sicht. Hau mal einfach wieder eine aufs Maul. Das wird schön. Ach, das wird ein echtes Spiel. Mal sehen, ob das nächste Match auch so gut läuft. Man hat manchmal hier viel größere Probleme. Mein aktives Pokémon hat genug Energie. Und ich habe alles getan, was ich wollte. Also? Vermutlich werden wir dann mal Shadow opfern müssen, um eins der anderen Pokémon reinzubringen. Also auch eine Energie und wir können Schlammbad benutzen und die meisten der gegnerischen Pokémon ausradieren. Na gut, aber ich möchte jetzt erstmal eine Preiskarte ziehen, eine Extrakarte. Die steht mir langsam zu, die mich so viele verletzt hat. Unglaublich! Kampfunfähig gemacht in der Arena! Ich glaube es nicht! Sowas. Nochmal Scholo, das ist gut. Oh Mann. Ich sollte auch einige Pokémon auf die Bank legen, nur um sie für den Kampf bereit zu haben. Na dann. Oh, wieder was zum Entwickeln. Mein aktives Pokémon ist raus, muss aber erst die Rückzugskosten bezahlen. Das kann ich wahr sein. Also? Oh Mann, die hätte meins ausradieren können. Also strategisch tuckt die KI nicht viel. Kann man sich echt auf den Kopf stellen. Na gut. Oh, Pokédex. Schau dir bis zu 5 der obersten Karten deines Stapels an und lege sie in beliebiger Reihenfolge wieder in deinen Stapel zurück. Benutzen wir doch glatt. Eine Entwicklung. Aber ich glaube... Na doch, die Entwicklung. Ein paar Energiekarten wären schön. Und zum Schluss den Dodo. So will ich sie haben. In der Reihenfolge. Da bringen wir mal Scholo raus. Und ja, schlagen wir auf das Goldini ein. Lass mal sehen. Zieh eine Karte. Genau. Mein aktives Pokémon hat genug Energie. Und ich habe alles getan, was ich wollte. Also? Ja! Herzlichen Glückwunsch. Oh nee, manchmal könnte ich mich wegräumen. So, aber jetzt müssen wir warten, bis wir 3 Energiekarten haben. So, und da die gute, ja, naja, wenn ich viel anhaben soll, also falls sie das Viech hier entwickelt, hau ich das jetzt einfach mal kaputt. Obwohl, eigentlich war es jetzt ein Fehler gewesen. Mist. Naja, macht nichts. Wir gewinnen das Spiel so oder so. Bin ich fest von überzeugt. Unglaublich! Kampfunfähig gemacht in der Arena! Ich glaube es nicht! Das wird wohl das erste, der erste Part sein, der länger als 10 Minuten gehen könnte. Lass mal sehen. Ich kann eine Energiekarte pro Zug spielen. Richtig. Also? Mein aktives Pokémon hat genug Energie. Wahnsinn. Und ich habe alles getan, was ich wollte. Also? Kaputt.
unfähig gemacht in der Arena. Dicta. Oh, ich würde sagen, da legen wir ausnahmsweise ein Dicta 1 an, denn so kriegen wir unsere letzte Preiskarte, den wir Schlammbad benutzen. Ja, auch das kleine Dicta kannst du wohl drauf haben, auch wenn es nur 30 KP hat. Aber Eddie noch hier hin und her switcht. Unglaublich! Kampfunfähig gemacht in der Arena! Ich glaube es nicht! Na, der Kampf war doch billig. Du schlägst mich! Ich verlange Revanche! Ja, die bekommst du im nächsten Part. Also dann, Leute, ich danke euch wieder vielmals fürs Zusehen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen langweilig und trocken gewesen für euch und so, aber ich denke, das nächste Abzeichen wird etwas schwieriger und wir werden dafür sorgen, dass ihr weniger labert. Also dann, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!